Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf Anitaku TV. Ja, ich bin Erik und ja, heute will ich euch meine Top 3 Animes vorstellen, so wie es halt Marcel schon gemacht hat. Na, fangen wir auch gleich mal an. So, Platz Nummer 3 ist bei mir Shunibyu Demo Koi ga Shitai. Ich nenne es eigentlich meistens immer nur Shunibyu. Ja. Wieso der auf Platz 3 ist? Einmal, ja, weil die Art, die gefällt mir halt einfach mal richtig gut. Dieses Konzept, dass jetzt zum Beispiel, ich versuche halt auch nicht so zu spoilern. Also, dass die, ja, wie gesagt, die Art, dass eine schöne Fantasiewelt einfach mal so aufgebaut wird und dass man trotzdem darin lebt. Ja, finde ich einfach mal gut. Was einigermaßen leider negativ bei dem Anime ist, dass es zieht sich halt auch zu manchen Sachen. Aber da sehe ich persönlich immer drüber weg und ja, es ist halt einfach mal, ja. Es ist ein schöner Anime. So, dann kommen wir auch schon zu Platz Nummer 2. Ja, Platz Nummer 2 ist Toradora. Ja, das war vor einiger Zeit mein absoluter Lieblingsanime. Jetzt nicht mehr, weil halt Platz Nummer 1 es verdrängt hat. Aber naja, dazu kommen wir später. So, Toradora. Ja. Taiga und Ryuichi. So. Der kleine Tiger und der grimmige Große. So. Ich glaube, mehr muss man das so nicht mehr so richtig sagen. Es ist halt einfach mal schön. Ja, also ich persönlich kann mich gut vor allem in den Anime reinversetzen, weil ja, so ein bisschen hat er mir auch geholfen, so im privaten Leben, sage ich jetzt nur. Also alle drei Animes haben mir im privaten Leben sogar geholfen. Müsst ihr nicht verstehen, ist aber so. Ja. Ja, es ist halt einfach mal schön, der Anime. Und ja, das Negative wiederum bei dem Anime ist, ja, so richtig negativ. Finde ich das eigentlich nicht so viel, aber er hat negative Seiten. Das kann man schon mal sagen. Aber ich weiß gerade nicht mehr welche. Weil es halt einfach mal ein schöner Anime. Wo die negativen Seiten, die aufzuzählen, wären eigentlich schon fast Beleidigung. Naja. Und jetzt Platz Nummer 1. Ja. Bei Platz Nummer 1 ist Shigatsu wa Kimi no Uso. Ja, Shigatsu wa ist halt ein Musik-Anime. Sprich, also der eine spielt Piano und die andere spielt Violine. Ja, so. Da in dem Anime geht es, wenn man so drum, also was man halt, soweit ich weiß, also ja, das erfährt man eigentlich schon gleich in der ersten Folge. Der Hauptprotagonist, der Piano spielt, wenn er Piano spielt, hört er irgendwann mittendrin im Stück nicht mehr das Piano oder auch das Klavier. Wenn einer es so haben will, lieber dann Klavier. Ja, so. Und da hilft für uns dementsprechend die eine, die Violine spielt oder auch halt Geige, ja, die hilft ihm, um wieder zu sehen, ja, sie hilft ihm und da entwickelt sich aber halt dementsprechend die ganze Zeit etwas und ja, das Negative leider bei dem Anime ist, also was ich persönlich nicht als negativ sehe, die vielen Rückblenden.
Ja, also die ganzen Rückblenden, ja, sind, also mich persönlich stören sie nicht. Andere, so wie ich gehört habe, schon. Aber, also ich persönlich empfinde, dass es wirklich sei, also, dass dem Anime auch diese Rückblenden halt zugute kommen. Dass man sich noch mehr und noch viel besser in die Charaktere reinversetzt und demnach einfach mal zu sehen, man erlebt es selber. Ich kann einfach mal bei dem Anime, der ist einfach mal schön. Für mich hat er einfach keine negativen Seiten, so wie Toradora. Nur ich finde ihn halt noch ein Ticken besser. Und ja, ich finde es halt einfach mal so schön. Und die Musik, die gespielt wird, die ist auch noch eine klassische Musik. Was ich persönlich auch gerne höre. Und dann das in ein Anime einzubauen. Richtig Bombe. Ja, und jetzt kommen wir auch schon gleich zu den Bewertungen. Zu den jeweiligen drei Animes. Ja, der dritte Platz hat bei mir eindeutig 8 von 10. Meiner Meinung ganz klar. Es kann sich halt immer noch steigern. Muss ja, irgendwie. Aber ja. Ja, sprich, 3 hat 8 von 10. So. Toradora hat bei mir von, ja, Wertung her 9,5. Und Platz 1 hat bei mir 9,9. Wieso nicht voll? Weil eine ganz kleine Sache stört mich so ein bisschen. Leider. Und das ist halt, ich sag jetzt mal, ja, so ein kleines bisschen das Ende, aber das Ende ist auch schön, das kann ich jetzt schon sagen. Nur, ich hatte, okay, beim Sum, es hatte nicht meine Erwartungen getroffen, es hat sie übertroffen. Aber was soll's. Und es muss ja immer noch Platz nach oben sein. Und von daher, ja, wie gesagt, so Platz 3, Shunibyu Demokaiga Chitai, Platz 2, Toradora und Platz 1, Shigatsu wa Kimi no Uso. Ja, ich werde euch die jeweiligen Animes unten in die Verlinkung, in die Besch genau, in die Beschreibung verlinken auf die MyAnimeList-Seite zu der jeweiligen Seite von dem Anime. Und ja, dass ihr euch auch selber so sehen davon überzeugen könnt und auch anschauen könnt, ob der Anime wirklich das verdient hat oder nicht. Und wenn ihr einen von die drei oder wirklich schon alle drei von den Animes gesehen habt, wie ist eure Meinung so? Und ja, das war jetzt eigentlich auch schon mein Top 3 Video. Ja, also ich sag, schau, lasst ein Abo oder ein Like da oder am besten sogar beides. Na dann, ich bin raus und ciao.